Willkommen zurück bei der Dark Souls Stoic Challenge, Dark Souls 3. Mit dem Kopf durch einen großen Stapel Ziegelsteine und einige Betonpfeiler bis ganz nach unten durch zum Pudding. Ich habe mich jetzt entschieden, direkt weiterzumachen. Das hat den Nachteil, dass ich weder ein Thema vorbereitet habe, noch meinen Esszeit. Ich habe nach wie vor nur 3, beziehungsweise nur 2 Esszeitfüllungen. Wir werden sehen, ob wir damit auf einen grünen Zweig hier kommen. Aber die andere, einzige andere Option wäre gewesen, den Handel zu machen. Was war das denn jetzt schon wieder? Das ist wichtig zu wissen. Diese Statuen werfen einen Staub ab, der, wenn ich dieses Zeichen richtig deute. Nee, was ist das? Ist das Poison oder ist das Fluch? Ich hoffe, es ist nicht Cursed. Denn das ist ja das, was auch die Basilisken uns antun. Und das wollen wir nicht. Poison, mit Poison kann man klarkommen. Lieber nicht. Okay, das ist nicht so schlimm. Wir müssen ein bisschen ein Auge drauf haben, wo die Statuen an der Wand hängen. Also das religiöse Motiv verdichtet sich. Ist auch nicht unerwartet natürlich. Cathedral of the Deep und der heilige... hast du nicht... wie heißt er? Wie er heißt, aber dieses unförmige Schleimmonster ist ja ein Heiliger. Und die sehen jetzt aus wie Priester oder Messdiener. Ja, den Giant habe ich gesehen. Wirehead. Ein Aufzug. Oder Abzug. Man weiß es nicht. Ich wäre ja ganz dankbar für einen Bonfire. Habe ich das schon erwähnt? Diese ist nicht freundlich. Bonfire, 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 damit wir auch eine kurze Folge machen können, denn wie gesagt, ich habe kein Thema vorbereitet. Fatty und Liar. Das ist wieder so eine Situation, wo doch bestimmt noch irgendwas anderes um die Ecke wartet. Sieht nicht so aus. Also, was ist denn das für eine Reichweite? Folge an. Ach nein! Nein, 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 das ist doch nicht wahr. Scheiße. Zaubern kann ich auch. Zusammen. Ich krieg die Motten.
Hier muss doch jetzt mal ein Bonfire kommen. Das kann doch. Wie weit kannst du noch gehen? Als ist aus magischen Gründen die Essensflasche wieder aufgefüllt. Das habe ich auch noch nicht verstanden, wann das passiert. Nehmen wir aber. Ja, Sackgasse. Wieder kein Bonfire. Eine Deep Gem. Na, das hat sich ja gelohnt. Ein Ding, von dem ich nicht weiß, wozu es gut sein soll. Ja. Liar ahead. Liar ahead. Was ist das denn wieder für eine Scheiße? Seelen gibt es dafür. Ach. Gehe hier ganz vorsichtig rein, aber da sind wir hierher gekommen. Na gut. Dann trage ich meine 15.000 Seelen jetzt endgültig in den Abgrund. In der völlig verfehlten Hoffnung, dass es hier einen Bonfire gibt. Was ich hier gerade mache. Was haben wir denn jetzt? Das muss doch jetzt eigentlich ein Shortcut sein. Aber wo sind wir hier? Ist das vielleicht eine von den Türen, die zum Bonfire führt? Halleluja! Ah. Okay. Unerwartet hat das Ganze ein Happy End. Und wieder mal eine schöne Aussicht hier. Auf die Brücke. Vielleicht ist das die zentrale Metapher in diesem Spiel. Eine Brücke, die an irgendeiner Stelle unterbrochen ist. Und also eine Verbindung, die unterbrochen ist. Es geht ja auch ums Linken, um das Verbinden des Feuers. Was mich auch im ersten Teil schon als Begriff so ein bisschen irritiert hat. Link the Fire. Das war ja im ersten Teil so, dass am Ende in diesem Szenario im Kiln of the First Flame, also in diesem... Oh, ich muss aufpassen, ich habe einen Bonfire benutzt. Das heißt, die sind jetzt alle wieder da. Okay. Sein. Sind wir sicher von? Sind wir nicht? Annähernd einem der auf ihrem Thron fehlenden Königen genähert. Also, jetzt weiß ich auch wieder, wie der Heilige heißt. Aldrich, the Saint of the Deep. Und da wir hier in der Cathedral of the Deep sind, gehe ich mal davon aus, dass Aldrich der ist, den wir hier am Ende
erledigen müssen, aber diese Cathedral of the Deep ist eine ganz schön große Angelegenheit. Also Cathedral of the Deep, um mal so ein bisschen jetzt hier auch an der Lore zu knabbern, statt immer nur über Experten und Wissenschaften und diesen ganzen Quatsch zu reden. Es gibt hier diese klerikale Sippe. Diese Dicken mit ihren Büchern. Und dass die sich hier in der Cathedral of the Deep rumtreiben, bedeutet wohl, dass die irgendwas mit dieser Tiefe zu tun haben. Es ist jetzt begrifflich nicht ganz klar, ob Deep und Abyss dasselbe sind. Abyss hat ja diese große Rolle in der Dark Souls-Mythologie. Der Abyss ist das... Ich bin jetzt nicht wirklich... vom Fach, aber ich glaube, der Abyss ist das, wo die Dark Souls-Mythologie herkam. Man spielt da ja auch im ersten Teil. Item da liegen lassen, sehe ich gerade auf diesem Absatz. Das stimmt, da hängt so eine Leiche über dem Rand. Ja, naja, ein andermal. Wir kommen hier sicher nochmal vorbei. Bislang gibt es ja kein neues Bonfire. Wie kommt da jetzt eine Nachricht hin? Ja, diese Kirche auf Deep, was möglicherweise oder vielleicht aber auch nicht dasselbe ist wie der Abyss, ist auf jeden Fall offensichtlich eine Kirche, eine Fraktion hier. Was wir ja schon gesehen haben, ganz kurz, an der Stelle in Farron Keep, an der wir dann aufgehört haben, um hier in die Church, die Cathedral of the Abyss zu wechseln. An der Stelle gab es diese Dark Knights, die sich mit den anderen Monstern gekriegt haben. Also die beiden Dark Knights, die da rumstapfen, haben ja alle anderen, die da sich rumgetrieben haben, erschlagen. Und ich habe jetzt vergessen, wer, aber irgendwer hatte sich auch auf die Seite der Abyss Watchers geschlagen, hieß es. Also die Abyss Watchers, die Abyss Watchers sind ja wahrscheinlich die Endgegner in Farron Keep, beziehungsweise wahrscheinlich kann man streichen, das ist ja, wurde ja so gesagt im Vorspann. Das heißt, es gibt hier verschiedene Fraktionen, die verschiedene Interessen verfolgen und sich auch gegenseitig nicht grün sind. Und es gibt eine Fraktion mindestens, die analog zum ersten Teil, in dem die Undead, der Chosen Undead, durch die Gegend gejagt wurde, um irgendeine Aufgabe zu erfüllen, gibt es hier diese Unkindled und Ashen Ones, die auch eine Aufgabe erfüllen sollen. Diese gebeugten Gestalten mit dem Gewächs auf dem Rücken. Ich glaube, das ist auch so eine, die dieses Gift ausgespuckt hat vorhin. Das sind ja auch die Pilger vom Anfang, die aus dem Süden hier hingekommen sind, um irgendwas zu finden. Und auch Pilger, eine Pilgerreise ist natürlich ein religiöses Thema. Okay, das ist für meinen Geschmack viel zu friedlich. Hier ist was faul. Vielleicht einfach nur ist das so ein Mimic, vielleicht. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben. Sich den so oft treffen kann und dann ist er noch nicht mal substanziell beschädigt und dann kriegt er mich einmal zu packen und nimmt mir alle Health auf einmal weg. Puh. Puh, puh, puh. Also, wenn ich jetzt das Design hier richtig verstehe, übrigens, wir haben
haben wir ja noch eine Tür. Arbeiten wir uns jetzt Kapitel- und Türenweise hier durch. Das heißt, es bleibt bei diesem einen Bonfire. Wir nähern uns dem noch von verschiedenen Seiten. Und das heißt wiederum hier hinten. Was ist das denn hier eigentlich? Wo leuchtet das? Naja. Hier hinten wird es irgendwann. Da sieht man auch eine Fackel durch. Da wird es irgendwann nochmal rausgehen. Aber jetzt nicht. Okay. Jetzt. Keinen Fehler machen, vor allem nicht in dieses Aufzugloch fallen. Das haben wir schon mal erledigt. Reicht einmal pro Videoserie. Das bedeutet jetzt, wir haben gleich noch mal eine Chance, dieses Item einzusammeln. Oh, was? Ist doch nicht. Also nee. Das ist doch nicht schön. Ganz schön, aber das war knapp. So, da sind wir schon wieder. Da hinten war das jetzt nicht so richtig schlimm. Jetzt ist ja die Sache mit dem zwei Händern von diesen Schwertern, dass sie dann mehr Schaden machen, aber wahrscheinlich auch langsamer sind. Jetzt nicht sicher. Ja, warte, hilft ja nicht. Witzig. Nochmal ein Buch in Blindenschrift. Das ist alles ein bisschen schade, weil diese ganzen schönen Zaubersprüche und Bücher und das ganze Zeug, was wir... Ah, jetzt sind wir unter dieser Brücke. Das ganze Zeug, was wir da einsammeln, ist natürlich ein bisschen nutzlos, weil wir uns gar nicht auf Magie konzentrieren, ja, sondern das eher als Melee-Figur spielen. Nahkampf. Hat auch seine Vorteile. Aha. Und Black Knight sich an. Kamera. Das Soul Arrow ist nutzlos, das ist zu schwach. Gerechnet. Shit. Shit. Ich geht's gar nicht rum. Aber nicht. Also zum Ausweichen ist kein Platz. Gegen Blocks, das funktioniert nicht so richtig, weil er zu stark ist. Durch sein Schild kommt man nicht durch. Okay. Und was ich jetzt auch schon sehe, ist, dass
machen müssen, diesen Aufzug immer wieder zurückzuschicken. Denn das wird ja wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Na, Scheiße. Okay, jetzt vielleicht am besten nicht wieder beinahe sterben beim Durchrennen hier. Nicht so leicht. Ach, das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Konsistente Attacken. Auch im Leben ist es problematisch, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass eine Sache auf eine Weise abläuft und dann läuft es plötzlich auf eine andere Weise ab. Immer schlecht. Und hier die ersten paar Mal hat er mal vorbeigeschlagen. Jetzt stellt sich aber raus, das ist. Die Seelen ja schon wieder futsch. Oh, ist ein Elend. Warum immer zwei Attacken? Was mache ich denn immer? Ich bin irgendwie nicht gut im Knöpfe drücken. Gleich noch zwei. Ja, genau. Mann. Was war das denn jetzt noch? Achso, er ist runtergerannt. Puh. Yippee-yay. Was machst du denn? Spaziergängchen? Der wird oft mal getriggert davon, dass wir hier reinkommen. Super.
Manövrieren in diesem Bereich war ja das größte Problem von allen. Tschüss. Ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. Gott, was bist du denn? Ach du Scheiße. Oh nein, 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 nein. Diese Nachrichten, die dann nicht wieder weggehen, das ist auch nicht schön. Endlich. Also das ist so eine Art Black Knight, wenn es nicht gar einfach ein Black Knight ist. Das heißt, die gute Nachricht ist, wenn der einmal besiegt ist, ist er weg. Aber die schlechte Nachricht ist, dass ich nicht glaube, dass ich den besiegen kann und schon gar nicht mit nur einer Estus-Flasche übrig. Sieh mal einer an. So kann man sich in seinen Fähigkeiten täuschen. Hätten wir das vorher schon so gemacht, hätten wir jetzt noch 15.000 Seelen oder was das wieder waren. So, und was bist du für ein... Und was ist denn das für ein Gefährt? Ja gern. Man lässt mich nicht. Okay. Dann. Das hätte ich mal gleich machen sollen. Macht ja viel mehr Schaden als meine pupsige Zauberei. Aldrich Sapphire. War das ein Haustier von Aldrich, dem Saint of the Deep? Und, das ist Aldrich's Sapphire. Das ist ein Ring. Watchdogs of Farron. Sollten wir den mal nehmen statt dem.
Weiter geht's. Jetzt kommen wir, glaube ich, auf dem Bodenlevel in dieser Halle. So ist es. Ich fürchte, wir werden irgendwann diesen Riesen noch bekämpfen müssen. Bin ich jetzt nicht so sonderlich scharf drauf. Du lieber Gott, ist das eine große Kirche? Uff. Aha. Das Spiel ist ja riesig. Wahnsinn. Also, das ist alles nicht besonders interessant, aber es geht voran. Und das ist doch ganz schön. Wir nähern uns, glaube ich, auch dem Ende der Kathedrale, wenn ich die Dramaturgie richtig verstehe. Was haben wir denn hier noch? Wenn ich die Dramaturgie richtig verstehe, dann wird wahrscheinlich auf diesem Altar der Kampf mit Aldrich stattfinden. Das heißt, vorher müssen wir vielleicht noch diese beiden Riesen ausschalten. Ach, guck mal einer an. Das ist doch ganz schön. Man hier alle möglichen Querverbindungen sieht. Also, damit ich auch mal wieder ein bisschen was rede hier und nicht nur einfach stumm vor mich hinspiele. Das ist ja jetzt die Stelle, an der wir ein paar Mal gestorben sind. Der Deep Ring. Vielleicht muss man doch noch irgendwann zum Zaubern wechseln. Aha. Bedeutet das, dass ich jetzt darüber springen soll? Ich glaube, das bedeutet das. Ist das alles ausgedehnt und unübersichtlich? Wer hat dich denn bestellt? Uff. Das war nur ein Futteral für den Gegner. Ach ne, das sind überall so Alkoven, dann will ich mal nichts gesagt haben. Das ist einfach ein Designelement dieser Kirche. Habe ich den denn jetzt verfehlt? So fände ich ja jetzt ganz gut, wenn wir hier nicht nochmal hin müssten, sondern jetzt auf Anhieb das ausschöpfen.
gib Ruhe. Was mag noch auf uns lauern auf diesem Dach? Huch. Aha, da kann man in den Kircheninnenraum. Das machen wir dann auch gleich. Da glänzt noch was. Da kommt sicher gleich wieder raufgeklettert. Das finde ich jetzt ganz schön, dass man hier das Ganze, was man unten aber lässt. Eine Armbrust, wenn ich das richtig erkannt habe. Und hier diese ganze etwas nervige Passage von deutlich höher nochmal sieht. Und hier sieht man auch noch einen Bereich, in dem wir auch noch nicht waren. Da hin kann, vielleicht ist das auch eine Verzierung. Sieht ein bisschen eng aus, als dass man da durchwandern könnte. Okay, es gibt nur einen Eingang in die Kirche. Den gucken wir uns dann gleich an. Gleichen Zungen auf sich, da haben wir jetzt auch schon mehrere von gefunden. Gucken wir doch mal nach. Also da haben wir die Young White Branch, Transform Blending into Environment Rubbish of No Value. Wo sind die Zungen da? Pale Tongue, Proof of Invaders, Victory of a Host of Ambers. Aha, das ist ein Covenant Item offensichtlich. Also jetzt ist definitiv meine Xbox gerade ein bisschen überfordert mit diesem Innenraum, weil jetzt sehen wir den ganzen Innenraum von oben. Da war gerade kurz ein merklicher Einbruch der Framerate zu spüren. Und so ganz rot bin ich dabei, jetzt hier oben mich zu prügeln. Ein falscher Schritt. Und wir liegen unten. Nein! Was ist das denn schon wieder? Oh, Jesus Maria. Schwupp, 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 tot. Und wie immer am Ende eines endlos langen Aufstiegs, damit es sich auch richtig lohnt, damit man sich nie zurücklehnen kann und sagen, ich spiele das einfach nur und arbeite nicht so durch, sondern immer die Gefahr besteht, dass man alles wieder, naja, nicht alles, aber alle Seelen, da habe ich schon eine ganze Weile kein Level mehr dazu gewonnen, weil ich immer wieder große Mengen von Seelen auf dem Boden liegen lasse. Steigen wir wieder der Kirche aufs Dach. Hallöchen. Ups. Mal sehen, ob es jetzt, wo wir wissen, wo alle sind, schneller geht oder ob die Gefahr größer ist, dass wir Unfug machen. Und sterben.
sind gar nicht. Also wir müssen auch ein bisschen aufpassen, weil hier überall diese kleinen Wurme nach oben klettern. Ja, da ist schon einer. Ja, vor allem, wenn es zu mehreren sind. Ein ernstes Problem. Nein! Du Schweinespiel! Oh. Hut ab! Hut ab! Das... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist fortgeschrittene Gemeinheit. Aber weil ich stur bin, machen wir es einfach direkt nochmal. Nicht weiter auf unserem Weg zu Aldrich, dem Heiligen der Tiefe, aber ich neige ja leider auch dazu, solche Spiele dann immer komplett machen zu wollen. Scheiße. Das macht's mir aber gleich, ja. Oder bleibst du da stehen? Du bleibst da stehen, hoffe ich. Ja. Ich drauf verlassen. Ah, aber dann. Haben wir gelernt, wo diese Brandbomben herkommen. Mann. Noch einer? What the? Ach, das ist ja gar nicht der. Ah, verstehe. Deswegen hat er mich auch runtergeschubst, weil das gar nicht so ein kleiner Kasper ist. Weil das ja wieder wahrscheinlich ein Gegner ist, der nur einmal spawnt. Ein paar tausend Seelen zurückgewonnen. Deswegen war das so unterschiedlich. Es gibt doch zwei von diesen Alkoven, die durchführen. Aha, aha. So kann man es auch machen.
Bin ich mit einverstanden? Was? Himmel. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Warum bin ich denn jetzt runtergefallen? Ist das... Ja, ich habe in Dark Souls 1 schon die Rafters nicht gemocht. Jedes Mal feuchte Hände bekommen. Aber auch dieses Prinzip, dass man Millimeter genau sich bewegen muss, während man kämpft in einer Mechanik, die unvorhersehbar manchmal Schritte nach vorne oder zurück macht. Das funktioniert nicht. Das auch gerade, ich habe nicht verstanden, warum das jetzt passiert ist. Was blöd ist, weil das bedeutet, ich kann es auch nicht verhindern, dass es gleich wieder passiert. Jetzt noch kein einziges Mal runtergefallen, dann versucht darüber zu springen. Das wäre dann jetzt auch mal fällig. Okay. Mal gucken, ob wir hier noch schneller reinkommen. Geht. So weit, so gut. Der andere. Aber sind beide wieder da. Okay, es sind keine Black Knights. Die Gegner respawnen. Dann weiß ich nicht, was das überhaupt für einen Sinn macht, was ich hier gerade mache. Das Item. Da drüben ist ein Item. Den Sinn macht es natürlich. Und das wird hier nichts. Also, weil das jetzt schon so oft passiert ist, ich weiß genau, was der Grund ist. Der Grund ist, dass die Lock-On-Mechanik, wenn man... super. Das ist ja... top. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Na, was war das denn jetzt wieder? Also die Lock-On-Mechanik verändert den Kammer... Ah. Verändert den Kamerawinkel. Ja, da, also das ist... Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt in einer anderen Folge, das ist ja ein geflügeltes Wort, dass die schlimmsten Gegner die Gravitation und die Kamera sind, und das ist absolut gerade, also vor allem in diesen Deckensequenz, das ist ja, das kann man gar nicht verhindern, dass man da runterfällt. Die Kamera ständig irgendwo hinspringt, und das Problem ist ja, dass wenn die Kamera springt, auch die Definition davon, was eine Steuerung nach vorne macht, sich verändert. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kamera springt, laufe ich Gefahr, wenn ich mich bewege, runterzufallen. Das ist nicht ideal. Das eignet sich eigentlich nicht für das Level-Design, das sie da gebaut haben. Ich hole mir jetzt nur mal meine Seelen wieder und dann gebe ich diesen Pfad für den Moment auf. Das macht keinen Sinn. Nein.
Nein! Das gibt's doch nicht! Ja, wie gesagt, habe mich im ersten Dark Souls schon genervt, dass die Steuerung so viele Fehlerquellen hat, dass man eigentlich keine Level designen kann, wo man mit minimalen Abweichungen hinterfällt. Das ist einfach sehr, sehr unschön. Controller-Steuerung nicht gemacht. Vielleicht ist das dann im PC, ist das mit Sicherheit nochmal ein anderes Ding, aber diese Analog-Sticks und zumal mit diesen Kamera-Fluktuationen, die dann auch noch, wie gesagt, bei Analog-Sticks ist es sowieso schon total schwer, eine bestimmte Richtung exakt zu treffen. Und wenn dann sich auch noch durch diese Kamerawechsel sich verändert, wo diese Richtung ist, nicht schön. Dann ein Level-Teil zu bauen, der darauf basiert. Das ist ja nicht zu schaffen hier. Wenn man keine Kontrolle darüber hat, wo man hintritt. Die sind schon breiter als die im ersten Teil. Vielleicht haben sie schon was dazugelernt. Das schon wieder. Man kann hier, also das ist ein ganz massiver Irrtum im Design, denn man kann hier eigentlich nicht sich drüber bewegen, während man auf einen Gegner gelockt ist. Die springen, dadurch verändert sich, wo ich hingucke, und dann laufe ich runter. Das ist mir jetzt ja ein paar Mal passiert. Aber bei Dark Souls kann man ja auch nicht kämpfen, ohne dass man locked on ist, weil man sonst die ganze Zeit vorbeihaut. Und das heißt, eigentlich kann man hier oben überhaupt, man kann hier oben nicht gewinnen. Ist egal, was man macht, es nimmt ein böses Ende. So, jetzt bin ich, weil ich jetzt so viel Nerv und Zeit in diese Frequenz hier investiert habe, bin ich ein bisschen versuchen, das einfach nur zu klauen hier. Indem ich den hier rauslocke. Ja, gerne dann auch das Lock-on aufgeben, wenn ich das anfordere. Und ihm das unter der Nase wegklaue. Ja, mit dieser ganzen Gem-Thematik habe ich mich jetzt ja eh noch nicht so befasst. Das ist natürlich jetzt andererseits ganz lustig, dass man den so ganz gut ausmanövrieren kann. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, was ich vorhin nicht zu Ende geführt habe, diese abrupten Kamerawechsel, die liegen immer daran, dass... Oh, ist er runtergefallen. Oh, soll mir recht sein. Diese abrupten Kamerawechsel liegen immer daran, dass wenn man einen Gegner zu locken versucht, also man drückt auf den rechten Analogstick und dann wird, wenn ein Gegner in Reichweite ist, erscheint dann dieser weiße Punkt auf ihm. Nein! Also da bin ich jetzt einfach nur selber schuld. Dann erscheint dieser weiße Punkt auf ihn und dann trifft man mit Melee-Attacken, also mit Schwertern oder Äxten oder was auch immer man an Nahkampfwaffen benutzt, trifft man ihn besser und manchmal auch, wenn das eine seltsame Lage ist, wenn der Gegner weit oben oder weit unten ist, trifft man ihn überhaupt nur dann, wenn man locked on ist und gar nicht frei. Und das ist auch für Ranged Weapons, also Bogen, Zauberstäbe und dergleichen nötig. Und das Problem ist aber, wenn der Gegner nicht in Reichweite ist oder knapp außerhalb der Reichweite ist, dann führt das Drücken auf den rechten Analogstick nicht dazu, dass man sich dem Gegner zuwendet und er diesen weißen Punkt bekommt, so wie jetzt hier, sondern dazu, wenn ich das jetzt mache, dass die Kamera zurück hinter den Kopf der Spielfigur geht. Und weil man ja mit dem rechten Stick
die Position der Kamera ständig verändert, um zu sehen, wo die Gegner sind und die auch anzuwählen, führt das dazu, dass wenn ich auf einen Gegner gucke und der in Reichweite ist, ich mich dem zuwende und ihn dann gelockt habe. Und wenn ich auf einen Gegner mit der Kamera gucke und nicht mit der Figur und der nicht in Reichweite ist und ich drücke dann diesen Stick, dann führt das dazu, dass die Kamera dahin springt, wo die Spielfigur gerade zuletzt hingeschaut hat, was eben ganz woanders ist, als das, was ich gerade hingeguckt habe. Und deswegen springt dann immer so ganz abrupt die Kamera durch die Gegend und ich kann nichts dagegen machen. Ich verliere dann die Orientierung. Ah, das war hier. Schon wieder vergessen, dass der dieser... dieses Monster mit seinen Pfeilen steht. Jetzt möchte ich nur gerne einen Blick drauf werfen, was in der anderen Richtung, ob es da auch noch was zu holen gibt. Diese Äste sind hier, glaube ich, nur, damit man da nicht lang geht. Na, uff. Auch das war wieder total knapp, weil auch da wieder der Fokus mit dem Gegner mitgegangen ist und die Definition, was vorne hinten ist, sich verändert hat. Also das ist kein guter Mechanismus. Aber wir haben es ja überstanden. Die Folge wollte ich eigentlich nur ganz kurz machen. Ist jetzt, weil ich mehrfach meine Seelen wieder beschaffen musste, viel länger geworden als geplant. Aber an der Stelle können wir vielleicht das dann trotzdem beenden. Jetzt natürlich noch die Frage ist, wie man hier wieder rauskommt eigentlich. Denn wir sind ja da oben auf eine Weise gesprungen, die wir nicht rückgängig machen können. Frage, das geht vielleicht hier unten. Zu verschwenden, nur weil ich hier den Ausgang nicht finde, aber vielleicht lässt man mir nicht die Wahl. Runterspringen ist nicht. In der Kirche geht es nicht runter. Jetzt ist schon wieder die Aufnahme beendet. Oh boy. Also starte die nochmal. Eigentlich wollte ich nur einen ganz kurzen Clip machen, jetzt ist wieder eine Stunde geworden. Also vielleicht sollte ich auch nicht ganz so gierig auf meinen Homeworld Bones rumkauen. Und einen Schlusspunkt. Ja,
zum Bonfire. Und dann können wir nächstes Mal den Kircheninnenraum gucken. Und vielleicht mal einem unserer ersten Hauptgegner hier zuwenden, denn wie gesagt, bislang waren das alles nur Nebenkriege und ihre Schauplätze. Stimme kaputt machen. Weiber. Das war's für heute. Ich hoffe, dass das Fortschrittstempo sich mal ein bisschen beschleunigt demnächst. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ist so. Und dann überlege ich mir wieder ein Thema fürs nächste Mal. Das war jetzt eine eher stille Folge, glaube ich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bei der Stoic Challenge.